willkommen zu 1000 BSTV, zur zweiten österreichischen Thunfischausfahrt. Und bei mir ist der Organisator dieses Wahnsinns-Event, Peter Fischer von Aprilia Österreich. Peter, ich glaube, diese zweite österreichische Thunfischausfahrt war eine Riesenenttäuschung, oder? Furchtbar. Ich stehe noch immer unter dem Schock. In Wahrheit. Also wir haben ja das voriges Jahr mit einer kleinen Geschichte begonnen und es ist riesengroß geworden. Wir haben das im Internet gehabt und ich habe also so mit 50 Leuten gerechnet, jetzt sind es 70 geworden, aus Deutschland sind die Leute gekommen. Die Disziplin war großartig, wir sind super gefahren, alle sind happy, also ich bin wirklich immer noch unter dem Eindruck, wie das super gewesen ist. Du Peter, und wird es eine dritte österreichische Thunfischausfahrt geben oder ist das, nachdem jetzt da 70 solche Motorradeln waren, ist es nicht mehr zu toppen und jetzt lassen wir es? Das ist nicht mehr zu toppen, aber wir lassen es nicht. Nein, wir werden schauen, ich habe schon was im Kopf, also es wird wieder eine Thunfischausfahrt geben. Möglicherweise ein bisschen abgewandelt, vielleicht mit zwei Tagesgeschichten. Wir haben jetzt einmal angedacht, vielleicht fahren wir alle miteinander nach Noale ins Racing Department oder in die Produktion. Das ist jetzt noch wirklich arge Zukunftsmusik, aber irgendwas machen wir sicher wieder in der Art. Ja. Du Peter, ich kann dir nur sagen, im Namen, eben natürlich mit relativ vielen Teilnehmern geredet, ich kann heute nicht alle interviewen, das wird den Rahmen sprengen, das Schaf wird mir wahrscheinlich zugrunde gehen. Nicht? Aber ich habe eigentlich über den ganzen Tag mit wirklich viel Leuten geredet, weil beim Tanken haben wir ja eine Stunde Zeit gehabt zum Reden. Und die sind wirklich alle durch die Bank richtig begeistert. Also das war ein ganz großer Event. Und im Namen von allen, die jetzt da mitgefahren sind, nämlich auch ich von dieser Thunfischausfahrt, möchte ich einfach danken, dass du das organisiert hast, weil es ist einfach großartig, Peter. Und wir warten auf die dritte Thunfischausfahrt. Na, Peter. Danke vielmals. Du, danke. Ja, ich danke dir. War echt herrlich. Ciao. Jawohl, das war die zweite österreichische Thunfischausfahrt und es war schon in der Früh, wie ich da ums Eck gebogen bin zu diesem Gasthaus am Gaberl, war ich einfach schon erledigt, weil es ist wirklich ein imposantes Bild, wenn du siehst, 70 Aprilias, Duono oder RSV, das ist ein Wahnsinn. 70 auf einen Haufen ist wirklich ein Wahnsinn und da hat man sich noch gar nicht gehört. Sondern einfach nur stehen gesehen. Und die Stimmung war schon in der Früh wirklich super. Und man muss sagen, letztes Jahr, die Thunfischausfahrt, hat man eh schon irrsinnig getaugt. Nur da waren wir halt 28 Leute und das war so ein Tagesausflug in die kalte Kuchel. Und diesmal ist es eine zweitägige Veranstaltung. Und ich meine, da sind schon ganz normal 70 Leute. Das ist wirklich viel. Und ich meine, sie sind angereist. Die Ärgsten sind gekommen von Berlin. Da waren zwei da. Es waren zwar, glaube ich, aus Stuttgart, es waren ein paar aus München und natürlich der Großteil war aus Österreich. Und was mich zum Beispiel besonders gefreut hat, war, da ist auch ein 22-Jähriger dabei gewesen, der Alex, der einen unglaublich guten Strich gefahren ist. Also der ist wirklich super gefahren, weil, ich meine, es ist so, bei einer Thunfischausfahrt, da wird natürlich nicht getrödelt. Weil im Vorfeld hat man schon einer gesagt, der aus München angereist ist, naja, er befürchtet, es wird ein bisschen eine Prozession. Und bei der ersten Pause hat er dann schon gewusst, na, von einer Prozession kann keine Rede sein, sondern da wird einfach wirklich flüssig gefahren. Und was halt ganz geil ist, das macht der Peter Fischer wirklich super. Ich meine, da gibt es keine Bürokratie, da wird nichts durchorganisiert, sondern der Peter Fischer sagt, bevor wir gefahren sind, eine Fahrerbesprechung. Also, ich fahre voraus, es gilt strengstes Überholverbot und ja, und wir fahren einfach und wir warten immer zusammen. Und das ist dann so gewesen, wenn 70 Aprilias unterwegs sind, na, das ist ein Wahnsinn, was das für ein Riesenschlauch ist. Das ist wirklich gewaltig, 70 Motorradeln, der Schaf hat eh mörderische Bilder gemacht. Diesmal können wir es ja auch wirklich in Bild und Ton können wir das zeigen. Und das ist dann schon so, wenn du mitfährst, 70 so Aprilias, na, da geht da fast ein bisschen die Gänsehaut drüber, weil das ist ein wirklich tolles Gefühl. Abgesehen vom Sound. Weil der Sound, überhaupt
diese V4 ist ja überhaupt, ist ja gewaltig. Und durch diese paar Tunneln, wo wir da gefahren sind, das ist ein Wahnsinn. Wenn da in so einem Tunnel 70 Aprilias drinnen stecken, das ist ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ganz, ganz herrlich. Ja, und beim Fahren, ich bin nicht ganz vorn gefahren, weil ich schon gewusst habe, vorn geht es mörderisch zur Sache. Und ich bin ja einer, der auch beim Straßenfahren immer gern Reserven lässt. Also dieses ganz schnelle auf der Straße, das packe ich gar nicht, obwohl angeblich sind sie nicht ganz schnell gefahren. Aber ich bin ein bisschen weiter hinten gefahren und was mir dort aufgefallen ist, ist halt das. Und das ist, glaube ich, wie soll ich sagen, ein echtes Qualitätsmerkmal für diese Aprilia-Motorräder. Wer sich so ein RSV oder ein Thunfisch fährt, na, der kann fahren. Der kann fahren, weil das Niveau war unglaublich hoch. Die sind richtig flüssig gefahren, es ist ein schöner Strich gewesen. Und warten hat man im Endeffekt nur müssen beim Tanken. Und beim Tanken, glaube ich, da hat uns der Peter Fischer, das hat er, glaube ich, absichtlich gemacht, dass er eine Tankstelle ausgesucht hat, wo es nur zwei Zapfsäulen gegeben hat. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn da 70 Motorradeln tankt werden müssen. Patrick! Servus! Servus! Patrick Wallner, gell? Genau. Vom Ginzinger. Ja. Ginzinger in Oberösterreich. Ginzinger in Ried, genau. Ja. Du bist heute in der Früh weggefahren, glaube ich, daher. Um 5 in der Früh sind wir gestartet. Um 8 waren wir da. Wahnsinn. Ah, 8 Blödsinn, dass ich nicht liege, 3 Viertel 9 waren wir da. Wahnsinn. Du, und jetzt ist so, Patrick, du fährst selber an Werkstunfisch, glaube ich, genau, gell? Gibt nichts anderes. Ja. Jetzt ist klar, du hakelst beim Ginzing, aber du hättest andere Motorradeln auch. Genau. Warum ist gerade der Thunfisch? Ja, wenn man ein Naked sucht, was wirklich gut fahrbar ist und Leistung hat, da gibt es einfach nichts, was besser ist. Ich kann mir sie theoretisch aussuchen, was ich fahre. Es ja. Gibt ja viele Vergleichsprodukte, was auch nicht schlecht sind, keine Frage. Ja. Aber Tono ist einfach eine andere Marken, also eine andere Liga. Das ja. ist, im Naked-Bike-Sektor ist das Benchmark. Ja, genau. Ja, das ist einfach so. Ja. Und auf der Rennstrecke fährst du auch super? Ja, ich bin gut dabei. Mittelfeld mit der Jahreswertung ist ja. Okay. Aber das ist die leichter mit einer RSV4? Auf der Rennstreckenschau, ja. Warum hast du dann trotzdem den Thunfisch für die Rennstrecken? Weil es mir taugt, wenn ich mit dem Thunfisch die anderen herbrennen kann. Du Patrick, bleibst du da zum Grillen oder fährst du noch heim? Nein, ich bin jetzt da bei der Grillerei und morgen in der Früh starten wir dann wieder heim. Super. Große Freude, Patrick. Dankeschön. Ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Ciao, Papa. Alex, du. Ich habe eine echte Freude gehabt, Alex. Ich meine, nicht nur, weil du halt den Altersdurchschnitt bei der Thunfischausfahrt wahnsinnig nach unten druckst, ist super. Aber was mich echt begeistert hat, ich bin da zeitlang hinten nachgefahren. Ich meine, das ist eine mächtige Maschine, 1000er Maschine oder 1100er mit einer echten Leistung. Wirklich was Ernstes. Und du bist so einen irrsinnig schönen Strich gefahren. Fährst schon lange mit sowas? Ja, jetzt mit der Tono fahre ich eigentlich seit gut 3 Monaten, glaube ich. Oder 4 Monate, habe jetzt gut knapp einmal vielleicht 3000 Kilometer runter. Aber das Motorrad ist top, gefällt mir einfach. Wahnsinn. Gleich vom ersten Meter Vertrauen gehabt. Wahnsinn. Also somit keine Probleme gehabt. Bist du auf der Rennstrecke aufgewachsen oder warum fährst du in deinem Alter schon so einen schönen Strich? Nein, ich bin vorher ganz normal Moped gefahren, mit 18 dann einfach auf Motorrad umgestiegen, war immer schon meine Begeisterung, hat mich auch viel interessiert und bin auch jedes Jahr irgendein Fahrsicherheitstraining gefahren. Okay. Weil mich das selber einfach, das ist es mir wert, sage ich. Weil man lernt einfach Erfahrung, die man sonst auf der Straße nicht kriegen kann. Ja. War eben auch bei euch letztes Jahr Red Bull Ring mit der alten Maschine. Hey. Ja. Und eben jetzt seit kurzem ein 2011er Tono V4. Das ist göttlich. Und ich meine, du bist so leibend damit umgegangen. Ich meine, jetzt sind das halt alles aus deiner Sicht relativ alte Leute. Hast du trotzdem ein Hitz bei der Ausfahrt oder denkst du schon, na, ein paar Junge wären schon super? Nein, ich muss persönlich sagen, ich verstehe mich mit den Älteren meistens eh besser. Super. Ist einfach so. Ja. Alex, du, ganz große Freude, fahr weiter so leibend und ich meine, ich beglückwünsche dich, weil das ist natürlich ein ganz mächtiger Bock. Allerdings ist es schwer, dass du es noch steigerst.
Ja, die 1100er. Genau, recht hast du. Alex, mach's okay, gut, gell? Danke. Ciao, ich danke dir, gell? Super war's. Mike! Servus! Große Freude. Ich glaube, du bist da RSV 4 gefahren und jetzt bei der Ausfahrt RSV Mille bin ich gefahren. Mille? Ja, Mille, R. Ich verstehe. Ja. Und jetzt hast du aber einen V4-Thunfisch, oder? V4-Thunfisch. Du, und wie hat es dich zur V4-Thunfisch-Ausfahrt verschlagen? Naja, da ich ja öfter Ausfahrten mache, länger, so Kroatien, Südtirol und so, habe ich mir gedacht, ist der Thunfisch schon gemütlicher, als wir jetzt die Rennsemmel, ne? Ja, und stimmt wahrscheinlich, oder? Ja, mörderisch. Mörderisch. Du, und jetzt bei dieser Thunfisch-Ausfahrt, das ist ja die zweite österreichische, letztes Jahr warst du noch nicht dabei, glaube ich. Habe ich es leider nicht geschafft. Ja, heuer warst du dabei, haben wir uns irrsinnig gefreut. Ja. Was waren so die Highlights für dich von dieser Thunfisch-Ausfahrt? Die Highlights. Sag ich mal, der Park war das eine gute Strecke und das letzte Stückel darauf beim Gabel war eine super Strecke. Sonst die Highlights, das Zusammenstehen bei den Bikes, beim Mittagessen, das war nice. Ja. Das Foto war geil. Die ganzen Aprilias, dann der Tunnel. Ja. Am Anfang beim Wegfahren, das war abnormal. Das Chaos. Ja. Du, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich, jetzt habe ich gerade geredet mit dem Peter Fischer, wieder so eine Thunfischausfahrt geben, die dritte österreichische Thunfischausfahrt. Niemand, da wirst du wieder dabei sein, oder? Hundertprozentig. Er hat doch irgendwas gesagt, vielleicht nach Noale oder so, hat er mal durchläuten lassen, das überlegt er sich einmal und da muss man natürlich mit, ne? An die Geburtsstätte der Aprilios. Mike, große Freude. Ich danke dir sehr, gell? Danke. Alles Gute. Ciao, Papa. Göttlich. Genau, den steckst du rein, dass ich dir die Hand geben kann, weil ich sage ja, servus Uli, aber wir müssen da warten, bis es soweit ist. Ja, genau. Das ist streng. Ja, ist ja streng. Ja, schnell und streng. Mhm. Schnell ist er, das habe ich heute schon gesehen. Ja, na der. Das ist scharf, turboscharf. Mann. Okay. Ja? Uli! Das ist Soko. Uli, du bist einer von der Münchner Partie, es sind wirklich ein paar Münchner da. Allerdings, glaube ich, seid ihr alle individuell angereist. Ja. München ist ja. Wir sind nicht in der Gruppe drin. Ja. Ich habe das bloß auf deinem Kanal, allerdings vor einem Dreivierteljahr schon gesehen oder vor einem halben Jahr, wo du das erste Mal gesagt hast. Ja. Da habe ich schon das in meinem Urlaubsplan drin gehabt. So, Wahnsinn. Und gestern habe ich an Peter Fischer nur eine E-Mail geschrieben, ob das noch geht kurzfristig. Sagt er, wenn du es schaffst von München, kein Problem. Na, und das hast du locker geschafft, oder was? Ja. Um 11:30 war ich da. Durch den Regen, durch den Nebel, überall bin ich durchgefahren. Spritmangel, alles. Volles Programm. Uli, du bist ein echt erfahrener Motorradfahrer. Ich hab dir gesehen, fährst wirklich einen leibenden Strich. Wie bist du auf den Werkstunfisch gekommen? Du fährst einen Werkstunfisch oder fährst einen RR? Nein, Werkstunfisch. Wie bist du auf den gekommen? Das war nicht ganz so einfach, glaube ich, gell? Ja, ich habe ein 9T, habe ich. Ja. Und die ist aber von der Schräglagenfreiheit nicht so. Ja. Also, ich habe keine Angstnippel mehr drauf. Ja. Dann habe ich diese MT10 SP gefahren und ich hätte mir diese Yamaha gekauft, wenn du nicht so geschwärmt hättest von dem Werkstunfisch. Ja, aber ich meine, das freut uns natürlich sehr, dass du es dann letztendlich gekauft hast, weil sonst wärst du bei dieser Thunfischausfahrt nicht dabei gewesen. Richtig. Jetzt, was mich interessiert, weil ich meine, ich kann es vorwegnehmen, ich war echt beeindruckt. Ich habe nicht geglaubt, dass da so viele kommen. Es war wirklich ein mächtiger Event. Ja, das liegt an dem. Ja, was sind denn deine Highlights von der heutigen Ausfahrt? Das ganze Ding war Leinwand. Ja. Leinwand, sagt man, oder? Leinwand war's, jawohl. Ja, das war, also von der Streckenauswahl möchte ich sagen, besser geht's nicht mehr. Ja. Und du weißt ja das, du hast am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass das eine Prozession wird. Aber ich glaube, das ist recht zügig bei gewesen. Bei 70 gell? Thunfischen habe ich mir gedacht, naja, ich war jetzt letztens erst bei so einer Prozession dabei. Da bin ich dann irgendwann, habe ich abgebrochen, weil da waren halt dann Fahranfänger dabei, da war auch Überholverbot, aber mit XV535. Ja, okay. Da kannst du, das ist ja, und die rauchen ja wirklich an, also die Thunfisch und die Aprilia-Fahrer, das hätte ich mir nicht gedacht, da geht es ordentlich zur Sache. Uli, große Freude, pass danke. Auf dich, ich danke dir, gell? Ciao, Papa.
Frisur des Tages gefunden. Jawohl. Das ist auch nicht schlecht. Nicht so individuell. Ja. Ansonsten, wir haben mörderisch gut gegessen, wir sind mörderisch gut gefahren, wir haben wieder Glück gehabt mit Wetter, es hat uns nicht eingeschifft, es war relativ warm gewesen und jetzt kriegen wir noch eine mächtige Grillerei von Aprilia Österreich gesponsert, da werde natürlich eine hauen, weil ich meine, wenn da jemand was gibt, dann musst du es ja zu schätzen wissen, musst mörderisch einhauen und jetzt freue ich mich schon irrsinnig auf, ich werde alkoholfreies Bier trinken und ich glaube, der Schaf, der tut eine Mörder-Performance abgeliefert hat wieder, der wird ein echtes Bier trinken. Freunde, und auf was ich mich wahnsinnig freue, ist die dritte Thunfischausfahrt, die nächstes Jahr stattfinden wird. Alles Gute, große Freude. Ciao, Papa, grüß euch, ciao.